So, Versuch Nummer 535. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, hier war hier nicht irgendwo was ich. So ein Medkit. Bin ich ein Medkit? Ist bestimmt am Arsch. Stimmt. Ja, das könnte sogar gut gewesen sein. Aber da ich nur noch eins habe, würde ich das gerne mitnehmen. Da. Erste Hilfe. So. Jetzt. Versuch Nummer 536. Ja, ich glaube, ich muss mir angewöhnen, ein wenig vorsichtiger vorzugehen. Das wäre wahrscheinlich gut. Sie machen gute Arbeit. Warnung! Feinde entdeckt! Gehört das drüben auf der Leier eine Menge Leute? Ein paar Leute plänen. Hilfe vor dem Tor, Leute! Ihrer Feind! Warum? Ey! Ich dreh gleich durch. Boah, zum Kotzen. Wie kann ich meine Waffe wechseln? Gar nicht schön. Weitere Feinde im Anmarsch. Achtung, da kommt noch mehr! Wir kämpfen hier nicht gegen Profis. Hey, mal hier, Alter! Komm schon! Reicht hier schnell genug! Alter Verwalter! Vielleicht sollte ich das mit den Granaten. Ich versuche das mal. Warnung! Feinde in der Nähe entdeckt! Weitere Feinde im Einmarsch.
endlich. Gott in Höhe. Wir schlagen uns ganz gut da draußen. Das war ja jetzt auch ein bisschen schwierig. Waffenteile. Anscheinend kann man sich auch eigene Waffen bauen und was? Warum? Habe ich schon mal gesagt, wird uns Limbo wahrscheinlich dann ein wenig genauer erläutern können. Im Moment, ich sage ja, das ist für mich ist das Spiel neu. Ich habe null Plan. Insofern. Verzeiht mir, wenn ich irgendwas baue. So wie gerade die ganze Zeit. Ich sag ja, es ist doch eher ein Taktik-Shooter und man sollte dann vielleicht doch auch Deckung und so einen Scheiß ausnutzen. Das ist ein Vorteil. Jetzt kann ich aufs Dach oder wie? Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Einführung Waffen. MP7. Ja, das habe ich schon gecheckt, wie das funktioniert. Ach, ich bin schon da, wo ich hin soll. Okay. Gut, jetzt haben wir uns natürlich nicht in dem Startgebiet umgeschaut. Hier scheint aber auch nichts mehr zu sein. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts übersehen. Das wäre natürlich schade. Andererseits... Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Los! Sag doch nicht. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. In Kula
Collaboration. Gute Arbeit, Agent. Und Red Storm Entertainment. And... Da kommt er. Ubisoft. NSC, was auch immer das ist. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Hey! Halten Sie durch! Also wenn der Rest von uns da in diesem Hubschrauber saß, dann sind hey! Wir jetzt... Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen erst gleich auf der rechten Seite sehen. Ja, da sehen wir unser Spielgebiet. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Die Viel Glück, aus... Sie werden es brauchen. Ja, danke. Die sieht aus, als hättest du Spaß dabei. Jedenfalls grinst die ganze Zeit. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. So, wir haben eine Ubisoft-Aktion abgeschlossen. Und wir sind jetzt endlich in Manhattan. Sie finden ihn direkt am Tor. Und... Wir haben das Camp Hudson. Wir sollen eine Operationsbasis richten. Entschuldigung. Und, ja. Oh, da kommt die Ware. Wie geil. Können wir uns das noch angucken, was die mit der machen? Sind die scharf auf sie? Ich meine, vier Mann. Sind wirklich vier Mann irgendwo bei der... Nee. So hübsch ist auch nicht. So. Hi. Ich kapier's nicht. Rücken wir ab, oder was? Wer trägt hier eigentlich noch die Verantwortung? Hör mal, ich weiß auch nicht alles. Ich tue nur, was die sagen. Genau das ist das beschissene Problem. Sehr cool gemacht. Hey. Hey. Hey, hey. Bleib bei mir, Mann. Kumpel. Nein, sieh her. Verdammt, sieh her. Es tut mir leid. In die Augen. Wir schaffen das. Was? Hörst du? Oh, Scheiße. Hast du das gesehen? Hast du das überhaupt gesehen? Oh Gott. Komm schon. Ich weiß nicht, was passiert ist. Alles gut. Es ist dieser Ort. Der macht uns alle krank. Das ist Bullshit. Wir dürfen Manhattan nicht verlassen. Mein Bruder und seine Familie, die wohnen in den Heights. Ich weiß, das ist übel. Echt übel. So einfach aufzugeben und abzuhauen. Wie stehen wir denn jetzt da, Mann?
Echt? No. Ein Kinderkarussell. Wir müssen hier durch, Freundchen. Wir müssen sicher gehen, dass sie sauber sind. Das Virus trifft alle gleich. Cool. Das ist ja cool. Weiter. Ich beneide Sie nicht darum, in das Chaos zurückzukehren. Ich bleibe keine Sekunde länger da draußen als nötig. Viel Glück wünsche ich. Ja, viel Glück. Ihr klingt ein bisschen leise und dumpf. Zur Erinnerung. Der Pockenstamm ist zu 100% resistent gegen Impfstoffe und die meisten Virustatika. Apotheken haben keine effektiven Virustatika auf Lager. Plünderer werden erschossen. Eine dringende Botschaft des Ministeriums für Gesundheitspflege und soziale Dienste. In Ihrer Gegend wurde die Existenz einer biologischen Gefahr bestätigt. Erste Symptome sind plötzliches Fieber und Schüttelfrost, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Müdigkeit und manchmal Erbrechen. Sollte jemand in Ihrem Haushalt erkranken, ist es wichtig, ihn von den anderen zu trennen. Verbrennen Sie Bettzeug und Kleidung dieser Person. Einsatzbericht anfordern. Da können wir wahrscheinlich neue Quest. Ich glaube, ich krieg Frostbeulen. Mann, friere ich. Taskforce New York ergeben folgende Warnungen. Das Kriegsrecht ist in Kraft. Bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit zu Hause. Die Evakuierungen wurden bis auf Weiteres aufgeschoben. Jetzt habe ich hier eine ganze Menge entdeckt, ich weiß gar nicht was. Und ich denke, hier geht's dann auch raus. Ne, dann sollten wir vielleicht vorher doch mit dem anderen reden, da, oder? Wäre sie nicht, glaube ich. Wäre sie nicht. 100% resistent gegen Impfstoffe und die meisten Virustatika. An Lager. Apotheken haben keine effektiven Virustatika auf Lager. Also ich glaube, wir sind das Tutorial besser sie als ich. Oh, du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran, Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich habe diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werde dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Das ist sehr gut. Haben wir überhaupt Ausrüstung neuer? Jo, schützende Handschuhe. Schichteter Rucksack. Da haben wir die Weste an. Ich denke auch. Ich glaube nicht, dass das großen Unterschied macht. So, und hier haben wir ganz viele Waffen. Aber es. Ach, das kann man dann auch noch unsprayen. Okay, alles klar. Das kann man anscheinend auch noch alles verändern. Das ist schon interessant. Ich werde die mal reinnehmen, weil die einfach grün ist. Auch wenn die jetzt ein bisschen weniger Schaden mehr hat. Aber ich weiß nicht, ob die auch.
Autostoß hat oder Autofeuer. Ich denke, die hat Autofeuer. Deswegen. So, dann kommen wir. Hey, wonach suchen Rest, Sie? Oder? Was ist denn Ihr Agent? Hast du schon wieder so. Was Sie so. Auch brauchen. Ich hab's. Verkaufen. Die ist schlechter. Alles, was schlechter ist, verkaufen wir mal. Beste. Ja, Rucksäcke habe ich 1000 bekommen. So, den machen wir mal. Mein Gott. Durch Sie bleibe ich im Geschäft. Jetzt haben wir wieder 3 von 33. Ich finde die wie es gemacht wurde, die Anzeige im Rucksack, was du hast und was du nicht hast dabei, sehr gut gemacht. Finde ich witzig. Auch das ist da hinten angezeigt. So. Aber bevor wir jetzt uns hier in die Weiten von Manhattan schmeißen, machen wir auch hier einen Cut. Und dann werden wir morgen auch schon das LPT, denke ich. Ja, ich muss gucken, ob wir bis dahin Zeit hatten, das aufzunehmen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich hoffe, es ist soweit. Und dann würde ich sagen, die nächste Folge werde ich dann nicht mehr alleine bestreiten. Oder ich muss sie nicht mehr alleine bestreiten. Hier am Anfang, ich glaube, das geht eh nur alleine. Insofern, ja, haben wir das doch gut hinter uns gebracht. Hier ist langsam das Lager, muss man mal schnell gucken. Aber, meine gut, wir haben da eh nix. Insofern, gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von mir für heute. Morgen sehen wir uns wieder. Bis denn.